Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute haben wir so ein Omelett mit einer Käsefüllung. Und wenn ihr sehen wollt, was alles drin ist und ob es schmeckt, dann bleibt einfach dran. Das ist kein Muss, genau das zu nehmen. Das waren einfach die Sachen, die im Kühlschrank lagen und einfach weg müssen. Etwas Fleischwurst, ihr könnt Schinken nehmen oder Salami. Dann habe ich hier frischen Majoran, ist super. Ihr könnt auch getrockneten nehmen. 100 Milliliter Sahne, Salz, Pfeffer, 5 Eier. Dann ein Stück Gouda. Halbe Paprika gelb, ein paar Kirschtomaten, Lauch und rote Zwiebel. Ihr könnt grünen Spargel nehmen, Zucchini. Wie gesagt, das, was ihr da habt. Ich habe ein paar Sachen mehr gehabt, aber die waren schon leider ein bisschen schlecht. Oder vorgekochte Kartoffeln vom Vortag sind auch super geeignet. Und die paar Sachen schneiden wir erstmal in feine Würfel. So, die Zwiebeln, den Lauch, die Tomaten und die Paprika schneide ich alles zusammen in eine Schüssel, wie gesagt, einfach klein schneiden. Die Wurst separat, die möchte ich ein bisschen anbraten, damit die Farbe kriegt. Und ja, ich mache das im Schnellverlauf. So, die ganzen Sachen sind hier klein geschnitten, die Wurst separat. Jetzt zupfe ich hier ein bisschen den Majoran ab. Schön feine Blätter. Und das hacke ich einfach ein bisschen klein und dann gebe ich das zu den Gemüse mit bei. Kommen wir noch zu dem Käse. Ihr könnt den reiben, ihr könnt den schon gerieben kaufen. Hier schneide ich nur die Rinde ab und dann schneide ich den einfach in etwas, ja, mittlere Scheiben. So oder längs ist egal. Also einfach irgendwie klein schneiden. Jetzt schlagen wir unsere 5 Eier auf. Zu den ganzen kommt unsere Sahne rein. Ja, das Ganze würzen wir mit Salz und Pfeffer und schlagen das gründlich mit einem Schneebesen auf. Und dann, ja, sind wir fertig. Hat ungefähr, ja, 5 bis 10 Minuten gedauert. Also keine große Sache. So, hier habe ich eine gusseiserne Pfanne stehen und als erstes kommt da etwas, also was heißt etwas, die Wurst ohne Käse und die wird erstmal ein bisschen angebraten. Da ist Fett drin. Ja, bis sie ein bisschen Farbe kriegt und dann zwischendurch umrühren und dann schauen wir weiter. Deckel mache ich zu, weil es ist windig und so schnell geht es schneller. So sieht das Ganze aus, die Wurst schön, ja, braun geworden. Jetzt kommt zu den ganzen unser Gemüse und ich würze das mit Salz, Pfeffer, weil das sollte auch ein bisschen nach was schmecken. Dann umrühren, noch mal 5 Minuten anschwitzen. Das braucht jetzt nicht unbedingt irgendwie Farbe zu kriegen, aber es sollte schon angedünstet werden. Also 5 Minütchen bei langsamer Hitze mit der Wurst ein bisschen anschwitzen. Und wenn es genau so aussieht, und das sieht schon gut aus, man kann auch drunter Nudeln mischen und das war's, kommt jetzt unsere Eiermasse rein, verteilt das irgendwie überall gleichmäßig. Es ist ein bisschen zu viel, aber es wird gehen. Und jetzt geben wir überall unser Ei drauf. Dabei zu beachten, nicht mehr umrühren oder irgendwas dermaßen. Ein bisschen mit der Pfanne. Und jetzt muss das Ei etwas stocken am Boden, ungefähr einen, ja, halben Zentimeter, und dann werden wir das Ganze einpacken. Also jetzt auch kein Deckel zu machen, damit das oben noch flüssig bleibt. Es muss erstmal nur unten fest werden und das machen wir jetzt. So, Freunde, sieht das Ganze aus. Das Ei ist schon, ja, fast bis oben gestockt. Super. Am Rad schon ein bisschen mehr. Und jetzt kommt in eine Hälfte so der Käse überlappend rein. Hier ein bisschen, ja, wichtig, den Rand ein bisschen freilassen, damit es genau da auch verklebt. Und jetzt nehmen wir das Ende hier und müssen das umklappen. Das wird ein bisschen reißen, das ist nicht schlimm, aber so.
und dann werden wir das gleich nochmal fertig backen. So, man kann das hier ein bisschen so hochschieben. So ein bisschen. Und jetzt können wir den Deckel zumachen. So, zwischendurch mal so ein bisschen hochschieben. Aber die Flamme etwas runterdrehen. Deckel zu und wir backen das jetzt fertig. So Leute, ungefähr 15 Minuten sind vergangen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Vielleicht 20. Ich habe nur die Brenner rechts und links angemacht, in der Mitte aus. Und ja, ihr könnt das genauso gut im Backofen machen. Also erstmal auf dem Herd, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das umklappt und dann in den Backofen schieben. Geht genauso. Oder mit dem Deckel. Einfach Deckel dann später drauf machen. Dann habt ihr aber nicht so schöne Farbe. Und wir werden das gleich kippen. Und dann könnt ihr sehen, dass es eigentlich gut aussieht. Besser als hier oben. Oder auch nicht. Mal schauen. Also ich hole das rein und wir probieren das Ganze. Zur Sicherheit gehen wir jetzt überall mit so einer Palette am Rand. Aber man sieht, das löst sich wunderbar. Hier unten auch drunter gehen ein bisschen. Damit das einfach gleich nicht hängen bleibt. Und jetzt ist das Ganze ganz einfach. Ihr nehmt euch einen flachen Teller, der ein bisschen größer ist als eure Pfanne. Presst den fest, der Griff ist jetzt etwas heiß. Und kippt das Ganze schnell. Und ja, das Ganze sieht doch mega aus. Und wir werden das gleich hier in der Mitte zerteilen. So, ich zerteile das jetzt mal in der Mitte mit dem Messer. Und ja, da ist der Käse. Der läuft schön aus. Und ja, ich mache schnell ein Bild und dann probieren wir das Ganze. Und ja, Leute, los geht's. Wir probieren das Ganze. Und schneide hier mir eine Ecke. Das ist locker für zwei Personen. Und ja, schön fluffig, luftig, hier der Käse. Und ja Leute, sehr einfach zu machen, mit den Zutaten, was ihr da habt. Mit Bacon wäre das wahrscheinlich noch eine Nummer besser, etwas salziger. Aber das mit dem Käse und dem Ei zusammen, einfach der Hammer. Man sieht hier den Käse rauslaufen, man kann auch Cheddar nehmen. Oder Mozzarella, alles was ihr da habt. Und ja, ist ganz gut geworden, schmeckt. Man sieht, wie einfach das geht. Und man braucht auch keinen Grill dafür, wenn man keinen hat. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, sagt mir Bescheid. Ansonsten bis zum nächsten Mal.